Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben heute erst kurz für euch 20 Wiederholungen, danach die Klappmesser, die V-Ups für 10 und zum Schluss der Runde nochmal 5 Push-Ups. 20, 10, 5. Das Ganze für 12 Minuten. Wer sich das gut einteilt, kann hier 9, 10 Runden schaffen oder vielleicht sogar 11 oder wer super schnell ist, das Ganze on the minute. Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Schön, dass ihr dabei seid. Viel Spaß. Ciao, ciao. Es geht los. Wir haben heute unser 12-minütiges M-Rap. Wenn wir hier sehr, sehr gut sind, können wir hier 9 plus Runden schaffen. Dafür wollen wir uns natürlich auch bestens vorbereiten. Und wir starten mit Armkreisen. Dafür die Arme gestreckt lassen, Ellenbogen schön durchdrücken, Trizeps anspannen. Und dann machen wir das gleich beidarmig und hier maximalen Bewegungsumfang. Schaut aber, dass ihr den Bauch immer unter Spannung haltet, dass wir nicht zu stark kompensieren, dort wo der Bewegungsumfang zu Ende ist. Damit können wir leben. Wichtig ist, dass wir hier nicht zu stark ins Hohlkreuz gehen und ausweichen. Wann ist schon 10? Fast. Fast. Sagst du was mit? Ja! Dann, ich mache Schulterkreisen. Björn macht noch seine restlichen Wiederholungen Armkreisen. Und das Ganze natürlich in beide Richtungen. Unsere zweite Übung wird dann Plank sein und beim Plank im Unterarmstütz wollen wir im Wechsel die Beine anheben. Wir zeigen das mal ganz kurz von der Seite. Das heißt hier wieder Plank, der Ellenbogen ist schön unter der Schulter, hier gut Spannung, ja, können wir uns draufsetzen und in dieser Position das Bein anheben. Muss nicht super hoch sein, es reicht nur, dass wir das lösen, dass wir nur noch 3 Kontaktpunkte haben. Und das Ganze machen wir für 20 Sekunden bzw. 10 Leglifts in dem Schnitt. Ja? Genau. Und dann haben wir als dritte Übung unsere Frontstep Lunges. Das heißt, wir stehen ganz normal da und machen einen Ausfallschritt nach vorn und drücken uns mit dem vollen Fuß wieder ab. Okay? Gehen wir in unsere Runden, starten wieder mit der Schulter und jetzt machen wir 3 Runden schön konzentriert durch, maximalen Bewegungsumfang und dann besprechen wir die einzelnen Stationen. Okay, auf geht's. Zehn Wiederholungen in jede Richtung. Arm- oder Schulterkreisen. Sehr gut. Dann unsere Frontstep Lunges für 10.
runter. Okay, dann sprechen wir jetzt die drei Übungen. Übung 1 ist die Kniebeuge, ganz klassisch. Dafür findet ihr einen Stand, der sich gut anfühlt. Ja, wir wollen euch nicht in eine Position pressen, wo ihr, wie gesagt, euch nicht wohlfühlt. Hüft, schulterbreiter Stand irgendwo dazwischen, das ist ein bisschen abhängig von eurer Mobilität. Die Initialbewegung, das Gesäß nach hinten bewegen, als würdet ihr euch nach hinten irgendwo draufsetzen und dann senkt ihr euch in die Bewegung ab und schaut, dass ihr vielleicht sogar die Hände mit nach vorne nehmt als Kontergewicht, blickt immer auf Augenhöhe, sucht euch einen Punkt, nicht vor die Füße schauen, das endet dann meistens in einer starken Oberkörpervorlage. Wir wollen so aufrecht durch die Bewegung gehen wie möglich. Das ist die erste Übung für 20 Wiederholungen. Die nächste Übung ist auf dem Rücken, unser Klappmesser. Ja, wir hatten die Tage schon die Tuck-Ups. Und die Tuck-Ups und die V-Ups, die ähneln sich von der Bewegung, bloß dass die Klappmesser, die V-Ups, ein bisschen schwieriger sind, weil wir einen langen Hebel haben. Das heißt, wir wollen aus der linken Position jetzt die Spannung finden, dass wir Arme und Beine nach oben anheben und ihr versucht, das Knie, Schienbein, Knöchel oder die Fußspitze mit den Händen zu berühren und in der Top-Position sitzt ihr nur noch auf dem Steißbein.
Okay. Davon haben wir 10 Wiederholungen. Und ganz zum Schluss haben wir noch 5 Push-Ups, 20, 10, 5. Ja, lass dich gut merken. Und die 5, die sollten dann wahrscheinlich auch noch sehr, sehr gut kommen heute. Und dann haben wir den regulären Push-Up in der Variante oder den erhöhten als Alternative heute mal. Und ihr seht, die Brust geht direkt zu den Händen im engen Griff, so wie es jetzt der Plan hier demonstriert. Wenn ihr eine breitere Kante habt, dann könnt ihr natürlich auch die Hände ein bisschen breiter positionieren. Wichtig ist, dass wir einen möglichst großen Bewegungsumfang durchlaufen und nicht nur halbe Wiederholungen machen. Ja? Solange ihr schmerzfrei seid, dann arbeitet am Bewegungsumfang und dann bekommt ihr über die komplette Bewegung auch die Kraftwerte verbessert. Ja? Gut, davon machen wir jetzt eine Warm-up-Runde. Wir machen 10 Air-Squats, 6 V-Ups und 3 Push-Ups. 10, 6, 3. Und das geht relativ schnell. Geht bloß nochmal darum, dass wir die Übungsreihenfolge reinbekommen und noch ein paar zusätzliche Wiederholungen sammeln. Das sind alles bekannte Übungen, aber kalt wollen wir es dann doch nicht starten. Und wahrscheinlich kommen wir hier auf 8, 9 Runden plus. Wer jetzt super schnell ist, der kann sich sogar mal challengen und schauen, dass er das vielleicht als Every Minute, on the Minute hinbekommt. Das wird dann wahrscheinlich mit den Klappmessern stehen und fallen, ob man da überhaupt eine Chance hat. Für mich aussichtslos, 120 Klappmesser zu machen. Nicht in einem Wochenende. Okay, 2 Runden. Gut. Gut. Nochmal 10, 6 und nochmal 3 Push-Ups. Ja, und ihr seht ja schon bei dem Tempo, da brauchen wir für die 20 Sekunden nicht, für die 20 Wiederholungen nicht ewig. Und dann nochmal 6 Klappmesser. Das wird wahrscheinlich mit Sicherheit hier die schwerste Station. Und da haben wir es schon. Okay, also, wir bereiten uns jetzt nochmal vor, trinken einen Schluck und dann sehen wir uns gleich im Workout. Okay, wir haben jetzt unsere 20 Air Squats in der Station 1. Dann kommen 10 Klappmesser, die V-Ups. Das wird für mich persönlich die schwerste Station, aber ich will keine Entschuldigung. Und dann nochmal 5 Push-Ups. Ja? Wenn ihr am Boden nicht gut klappen, sucht euch eine Erhöhung, und so dass wir bestenfalls die 5 vielleicht noch am Stück in den hinteren Runden zusammenbekommen. Okay? Machen Timer an. Timer 10 Sekunden Countdown und dann geht es direkt los mit 12 Minuten. 20, 10, 5 die Wiederholungsanzahl. Und wir starten. Und wenn alles gut eingestellt ist, gibt es in 5 Sekunden an.
Let me into my zone. Let me into my zone. Huh. Let me into my zone. Please don't let me in. Yeah. Gon' play that. Take you down, I'ma say that. Mine need me a couple dollars. Telling you now, this payback. Huh. So I take that. Ask them now, what's AJ? I've been going to the top and I got what they not, so I know that they hate that. But I'm on now. All these lanes gonna zone now. And all these lanes gonna take what I did and it's twisting it worse till I fall out. But I know that. So I keep what I'm doing cause I own that. And I stay in the lab and I kill everything, but I don't ever move. I'm a Kodak. So gone, I'm gone. Finally back in my home. I'm working like so much, they swear I had me a clone. Can't answer my phone now, just leave it there, that tone. Ballin', can't beat me up cause I'm back in my zone now. Cause I'm back in my zone now. Back in my zone now. Ballin' can't beat me up cause I'm back in my zone now. Back in my zone now. Let me into my zone. Please don't let me into my zone. Let me into my zone. Let me into my zone. Please don't let me into my zone. Please don't let me into my zone. I just need some time of my own. All these people trying to get a conversation. You can conversate to that tone. My God up on that throne, yeah. So I'm never alone, yeah. All these people trying to box me in. I'm Mayweather, it's on, yeah. Now they ask where I'm at. Making hits that lambe. I'm MJ, I'm 2-3, man. I just need some time back. I'm zoned in like defense. My life gone, no recess. But I live my best one, so I got no regrets. So gone, I'm gone. Finally back in my home. I'm working like so much, they swear I had me a clone. Can't answer my phone now, just leave it there, that tone. Ballin' can't beat me up, cause I'm back in my zone now. Cause I'm back in my zone now. Zone now. All in can't beat me up cause I'm back in my zone now. Back in my zone now. Let me into my zone. Let me into my zone. Let me into my zone. Please don't let me into my zone. 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 Please don't let me into my zone. 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 Please don't let me into my zone. 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 Please don't let me into my zone. Ah.
Ja. Wie angekündigt, 12 Minuten maximal versuche. Klappt besser. Okay. Nächste Runde, kann losgehen. Auf geht's. Wir sehen uns im Cooldown. Trinkt einen Schluck. Bis gleich. Gut, Björn ist dann fertig, dann müsste ich erstmal hinsetzen. Und dann können wir gleich noch ein bisschen Erholung. Und zwar haben wir jetzt viel für den Rumpf getan mit den Klappmessern. So, unsere erste Übung ist die Cobra. Die können wir auf einem gestreckten Arm machen oder auf einem Ellenbogen. Wir schauen uns erstmal ganz kurz die zwei Varianten an. Ihr legt euch auf den Bauch, Gesäß anspannen und dann hier auf dem Ellenbogen. Versucht in der Brustwirbelsäule eine Überstreckung herzustellen. Das heißt, hier mit eurer Vorderseite schön nach vorn drücken bei tiefen Schultern und langem Kinn. Das ist die Variante auf dem Ellenbogen. Die zweite Variante im gestreckten Arm. Wenn ihr in dieser Position ausschließlich was im Rücken spürt, dann geht wieder auf den Ellenbogen, weil es sollte keine Kompression im Rücken sein, sondern eher die komplette Brustwirbelsäule auch noch integrieren, nicht bloß im Lendenwirbelsäulenbereich. Genau, und das halten wir für eine Minute. Die zweite Übung, du kannst gleich sitzen bleiben, die zeige ich. Greifen wir einfach den Ellenbogen und ziehen den Arm so hoch wie es geht, dass wir den Trizeps und den Latten ein bisschen aufdehnen nach den Push-Ups. Und das sind unsere zwei Übungen. Wir machen jede Übung für eine Minute, beziehungsweise jede Seite für eine Minute. Und das machen wir für zwei Runden. Okay? Ich mache einen Timer ein. Starten mit der Cobra.
gerne noch ein oder zweimal wiederholen, je nachdem wie ihr euch fühlt. Und dann hoffe ich, dass ihr wieder ein gutes Workout hattet. Genießt den restlichen Tag noch, erholt euch und wir sehen uns morgen. Ciao. Ciao.